Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr wieder mal, wo es heute hingeht. Generali Arena oder International Viola Park genannt. Austria Wien gegen Villarreal. Wir steppen zum Stadion, es ist schon richtig viel los. Ich drehe mich mal um. Ihr seht, dass die Menschenmassen stürmen zum Stadion. Wir bewegen uns auch zum Stadion. Es ist ca. 18 Uhr, bis nach 18 Uhr. Also so 40, 45 Minuten bis zum Anfang. Wir freuen uns aufs Spiel, aber mehr zum Spiel, wenn gleich, wenn wir im Stadion sind. Ich werde sie bei euch immer hier und hier einblenden. Schaut ganz gut aus, außer natürlich ohne Huskovic, der einen Kerzenverlauf und das im Krankenhaus liegt. Mal schauen, wie sie ersetzen können und ob sie ersetzen können. Ich sage heute auf jeden Fall unentschieden drin, wenn sie sich bemühen. Wenn auch alles gut geht, wenn sie Glück haben, haben wir auch im ersten Spiel erst halt so gut mithalten können. Bin sehr gespannt. Villarreal nicht mit allen Leuten in der Startaufstellung, die sie haben. Deswegen glaube ich schon gerade im ersten Halbzeit, was drin sein kann. Aber mal schauen, wir werden es sehen. Die Mannschaften kommen rein. Oreo. Die Mannschaft war direkt vor der Nordtribüne. Abklatschen noch, gleich geht's los. Die Kollegen, der in Orange ist auch ankommen, der muss ordentlich halten. Dann besteht die Chance, dass da Punkte mitgenommen werden können. Da haben sie nochmal Huskovic rausgeholt. Es geht noch weiter, da gibt es noch ein bisschen was drüber, so weiße Fäden. Stimmt nach Derby, sie sind noch gut. Nummer 1 in Wien sind wir mal jetzt. Oh ja! Das Austria legt sehr stark los. Auch die Fans voll da. Uber! Er lässt den Ball fast aus. Minute 9, das ganze Stadion singt seinen Namen. Okay. Gleich in 20 Minuten Spiel, man muss sagen, Austria bisher verteidigt es eigentlich gut weg. Fünferkette spielen sie, glaube ich. Also schaut zumindest so aus, als ist eine Fünferkette. Man muss sagen, Villarreal auch noch nicht 100%ig auf Angriff, aber bisher 0-0 kann man sich nicht beschweren. Es liegt gerade ein Spieler von Villarreal wieder aufgestanden. Ja, also bisher muss man sagen, eigentlich Leistung in Ordnung. Die Pässe manchmal ein bisschen zu schnell auf Kuba, sie wollen halt oft schnell schicken, um die Verteidigungslinie zu überwinden. Funktioniert bisher noch nicht, aber hoffentlich geht mal einer an. Blutgeld aus Katar, das ist geil, ne? Ja, man kann es eh lesen. Ob's ernst ist dir? Also das erste Halbzeit war, wie soll ich sagen, bescheiden. Wenn dann ging was über Teile, der rechts außen gegangen ist oder dann aufwachen, nicht mit dem Ball geklappt hat. Ansonsten noch recht wenig, kam man drüber am Ball vorne, der hat dann meistens einen Abschluss gesucht und den 10 Meter aus Tor, 20 Meter aus Tor drüber geschossen. Das heißt, das war jetzt noch nicht so gut. Villarreal passiv, hat nicht so viel Interesse anscheinend, hier das Spiel wirklich aufzubauen und hier auf Tor zu schießen. Aber müssen sie ja nicht, die sind erst, haben jedes Spiel bisher gewonnen. Mal schauen. Ich sage mal, ein Unentschieden ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für die Austria, aber ich sage mal so, wenn Villarreal so passiv ist, dann könnte man vielleicht die eine oder andere Offensivaktion noch probieren und sich bemühen, vielleicht auch einen Dreier mitzunehmen, aber dazu muss auf jeden Fall mehr nach vorne passieren. Ja! Stabil bleiben, Rot-Weiß-S Ultras. Die probieren sich gegenseitig. Geschickt ist 11.000 Zuseher, was auch immer, das kann man lassen. Da haben wir mal 3 Pinholz. Yeah.
verteidigen. Vorne noch einen zweiten Shot und so verteidigen. Ohne Water, das gibt es gerade. Schieß den Ball raus und gib ihn raus. Oh, der letzte Einkauf. Spiel ist vorbei. In der 87. Minute einfach das Unentschieden weggeschmissen. Richtig dummer Fehler hinten. Ich düse auf jeden Fall jetzt mal nach Hause, denn 21 Uhr spielt Sturm. Jetzt ist es gleich 20.40 Uhr oder so. Das heißt, ich muss mich beeilen, dass ich Sturm die ganze Zeit auch schauen kann. Wahrscheinlich vielleicht die ersten 10 Minuten oder so noch am Handy schauen müssen, bevor ich dann in der Wohnung bin. Und dann schlussendlich mich entspannt ins Bett legen kann. Und Daumen drücken kann für Sturm Graz. Was soll ich sagen zum Spiel? Austria, Wien, 86 Minuten lang verteidigen sie alles weg. Konzentriertes Spiel hinten in der Verteidigung. Am Schluss dummer Fehler, Gassin das Tor. Aber das ist halt wirklich so eine Mannschaft, einmal so einen Fehler machst, musst du damit rechnen, dass du das Tor kassierst. Sehr, sehr schade. Heute auch wahrscheinlich ein kürzeres Video am Start. Da wird jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, Abo da lassen. Wir sehen uns am Sonntag wieder hier in Generali Arena, wenn es heißt Austria Wien gegen Red Bull Salzburg. Da wäre es sehr, sehr wichtig, dass Austria Wien Red Bull Salzburg Punkte abnimmt, damit Sturm noch wieder ein paar Punkte gut machen kann. Und in dem Sinn, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ein letzter Blick auf die Generali Arena. Ciao, Leute.